Ja, Oli P. habe ich jetzt nicht erreicht, der musste leider weg, ganz schnell. Ist ja aber auch nicht schlimm, denn ich habe hier die Soho Arc Cosplayerin, vielleicht kennt ihr sie noch aus dem Babelsberg Casting Video, da haben wir sie auch gefilmt, glaube ich. Und ja, ungeschminkt, ohne Kostüm, eine Weltpremiere, und du kriegst jetzt einfach das tolle Oli P. Interview. Ich habe da mal ein paar Fragen vorbereitet. Also die Pokémon-Tour neigt sich ja jetzt so langsam dem Ende zu. Wie ist dein Eindruck so gewesen? Super, echt geil. Also im Gegensatz zum letzten Mal viel besser, viel mehr Menschen, viel mehr Cosplayer, also auch viel mehr Konkurrenz für mich. Hast du etwas gewonnen? Den Sonderpreis. Für besonders Besonderes? Ja, ich bin extra Wurst, ich krieg Sonderpreis. Ah ja, stimmt, genau. Ja, ja. Du warst nur hier oder warst du auch? Bis jetzt war ich nur hier, ich bin dann noch in München. Auf jeden Fall vertreten, als, auch als Cosplayer. Ich werde wahrscheinlich wieder nicht am Wettbewerb teilnehmen können, zwar auf die Bühne, aber nicht mitnehmen, mitmachen. Als Asseus. Ah, cool. Ja, da werden wir dann irgendjemanden hinschicken müssen, der das dann für uns filmt. Deine Kostüme sind ja wirklich immer total super. Erstmal Kompliment. Dieses Zoroark ist der Hammer, ja, also wirklich. Apropos Zoroark, die neuen Pokémon, hast du ja bestimmt alle schon gesehen. Gesehen, ja. Und? Dein Eindruck? Sehr viel Niedliches dabei. Was mich sehr ein bisschen nervt, ist, dass sie sich so spät entwickeln, weil mir die zweiten bis dritten Entwicklungen sehr gut gefallen, aber die sich meistens erst ab den 30er Level überhaupt erstmal entwickeln. Das heißt, sie bleiben sehr lange süß und niedlich und okay, ist für die Mädchen vielleicht was. Ist für die Mädchen was. Für die Mädchen, Mädchen. Ja, so die rosanen, genau. Mit Puff. Ist ja nicht so, dass das gegendert wäre. Nee, aber schöne Legendäre sind dabei. Ja. Auch wieder Wander-Pokémon, finde ich auch nicht schlecht. Welches findest du bis jetzt am, was, so hast du gesagt, so boah, was ist das Beste von den neuen? Ich mag diesen komischen Adler, wo ich keine Ahnung gehabt, wie der heißt. Aber den Wurstzeitvogel oder den, wo nee, den Adler. Die weiterentwickelt, wo genau. Es zwei Formen gibt? Genau. Ah, also, ja, der große Adler war süß, aber der war cool. Der war auch so niedlich. So. Ja, und er ist irgendwie Level 50 oder sowas, ja, entwickelt, ja. Ist. Na ja, gut, ich meine, das muss man mal gucken, vielleicht macht das ja dann doch Spaß. Oder man zieht sie einfach dann später mit hoch. Ja. So, was wollte ich denn Oli P. noch fragen? Ach ja, Mensch! Olli, was ist nach der Tour geplant? Also was machst du jetzt sozusagen nach der Tour? Weil du bist ja an sich Cosplayerin, du bist ja überall wahrscheinlich. Was machst du also nach der Tour? Ich bin Frankfurter Buchmesse nächstes Wochenende, Leipziger Buchmesse bin ich am Plan und auch die nächsten Pokémon Day Kostüme stehen jetzt schon in Planung. Wow, da ist also viel zu tun? Ja, weil das sehr aufwendige Kostüme werden, also im Gegensatz zu dem. Das ist nicht aufwendig? Nein. Nein. Das ist nicht aufwendig. Was ist dann aufwendig? Also was können wir erwarten? Blinkelichter? Vielleicht LEDs, eventuell in den Augen. Nein, aber ein Quad Furry. Und zwar Reiko in Shiny-Format auf allen Vieren. Ja, weil in den neuen Pokémon-Filmen Reiko, Enter in Suicune als Shiny auftauchen werden. Und ich einfach Reiko in diesem Orange geil finde. Also ein Shiny. Oh, das ist so cool. Das ist, da haut es mich gerade total um. Ja, Mensch, das ist sehr schön. So, hab ich denn noch was, was ich dich fragen könnte? Was ist denn dein Lieblings-Pokémon? Das ist eine tolle Frage. Ha, ha, ha. Ich habe kein wirkliches Lieblings-Pokémon. Es gibt viele, die ich einfach nur mag. Von der Optik, von ihren Fähigkeiten. Es sind auch viele Legendäre dabei. Aber unter den Alten zum Beispiel steht Arcani sehr hoch. Ich mag auch ganz gern Raichu. Hab ich auch sehr gern. Und ich bin ein totaler Flamely-Fan. Ja, Flamely ist... Und besonders Lobok. Er ist so flauschig! Ja, und ich konnte das große Flamely heute nicht anflauschen. Oh, ich habe versucht, es mit dem Pokémon einzufangen, aber... Ja, obwohl ich heute auch, aber ich hätte die alleine. Das ist okay. Ja, okay, dann danke ich dir, wünsche dir dann bei, in München noch viel Spaß. Und dann sehen wir uns bestimmt nächstes Jahr, denke ich mal, auf wieder mit einem super tollen Kostüm. Ja, entweder das ganz, eines der ganz neuen oder eben halt das Raikou. Ich würde es bestimmt überraschen. Dankeschön. Bestimmt. Danke Ihnen.